Nationale Sonderlösungen, sehr viele Alleingänge, ja, und alles wirkt ein wenig improvisiert. Die Europäische Union hat den Elchtest in Sachen Corona fast gar nicht bestanden, so sagen viele. Wie sieht das jetzt aber die heimische Europaministerin? Die ist uns jetzt via Skype zugeschaltet. Caroline Edtstadler, vielen Dank für Ihre Zeit. Grüß Gott, Herr Koller, danke für die Einladung. Ja, zig Kilometer Lkw-Stau vor den Grenzen Richtung Ungarn oder etwa auch Schutzausrüstung, die von Österreich bezahlt wurde, von Deutschland aber plötzlich mit einem Exportverbot zwischenzeitlich belegt wurde, bereits im Zollfreilager eingetroffen, kurz am Weg nach Salzburg, wurde viele, viele Tage zurückgehalten. Ganz ehrlich, mit der europäischen Solidarität war es nicht weit her in den letzten Tagen. Ich will das nicht schönreden. Der Schock dieser Krise und vor allem das Ausmaß, mit dem auch Europa davon erfasst wurde, ist zunächst allen in die Knochen gefahren, auch der Europäischen Union. Und es hat einige Zeit gedauert, bis man dann wirklich auch reagiert hat, um den Mitgliedstaaten auch entsprechend unter die Arme zu greifen und Maßnahmen zu setzen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Es ist zum Beispiel der Stabilitäts- und Wachstumspakt aufgelockert worden, damit die Mitgliedstaaten auch ihren Bürgerinnen und Bürgern helfen können. Es wurde ein dreistelliger Millionenbetrag bereits investiert in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung von Medikamenten, aber vor allem auch einer Impfung, die wir so dringend brauchen. Und es gab dann auch letzte Woche eine Richtlinie der Europäischen Kommission, wie man zum Beispiel mit Grenzpendlern umgeht. Und das geht genau in die Richtung, wie auch Ihre Frage. Es waren Staus am Beginn, auch in Ungarn. Es gab natürlich auch Schwierigkeiten, weil man es einfach auch nicht mehr gewohnt ist, in Europa Grenzen zu haben. Aber in der Zwischenzeit kann ich Ihnen sagen, haben wir das eigentlich sehr gut im Griff. Ich bin täglich im Kontakt mit unterschiedlichsten Ministern in ganz Europa, vor allem auch sehr intensiv mit Ungarn, weil wir natürlich auch hier, genauso wie mit Tschechien und der Slowakei, viele, viele Menschen haben, die nach Österreich kommen, um zu arbeiten und die wir gerade auch in Zeiten der Krise ganz, ganz notwendig brauchen. Denken Sie auch an den Gesundheitsbereich. Ja, Deutschland und Frankreich haben plötzlich quasi überfallsartig, Anfang März ist das gewesen, beschlossen, gewisse Exportwaren im Bereich der Gesundheitsmedizinversorgung, zum Beispiel Schutzausrüstung, Atemmasken, nicht mehr exportieren zu lassen. Die wurden quasi im eigenen Land zurückgehalten. Ist so ein Alleingang überhaupt mit EU-Recht vereinbar? Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass wir hier jetzt natürlich in Europa eine Situation haben, die wir noch nie hatten, und dass natürlich diese Solidarität, das Zusammenarbeiten der Binnenmarkt auch durch die Grenzen am Prüfstand stand. Und diese Dinge, die hier passiert sind, dass LKWs geblockt worden sind mit Waren, die schon bezahlt worden sind, das ist natürlich etwas, was wir nicht wieder erleben wollen. Und wir haben das auch sofort aufgegriffen. Wir haben hier bilateral, aber nach einiger Zeit der Schockstarre auch mit Unterstützung der Europäischen Kommission diese Dinge gelöst. Und ich hoffe wirklich, dass es sozusagen in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir schon immer wieder die Situation haben, dass einzelne Dinge dann irgendwo feststecken. Dann greife ich auch zum Telefon, dann rufe ich meine Kolleginnen und Kollegen direkt an. Und mittlerweile ist jeder wirklich auch sich dessen ganz bewusst, dass es Solidarität braucht, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir diese Krise nur gemeinsam sozusagen überwinden können, und zwar alle gemeinsam in Europa. Ja, weil Sie bereits die Gesundheit angesprochen haben, da gab es ja auch das Thema mit den Pflegekräften. Man muss wissen, fast 50% der Pflegerinnen und Pfleger in Österreich, die stammen zum Beispiel aus Rumänien. Und die durften nicht einfach so durch Ungarn durchfahren, da hätte es viele Quarantänevorschriften gegeben. Österreich musste die also einfliegen lassen, quasi über Ungarn drüber, sonst hätten die in Österreich nicht mehr weiterarbeiten können. Es hätte eine Art Pflegenotstand gegeben. Was kann man da sagen, haben da die Systeme tatsächlich ordentlich versagt? Naja, man muss dazu sagen, dass diese Krise natürlich die Mitgliedstaaten unterschiedlich stark und auch von der zeitlichen Abfolge her unterschiedlich erfasst hat. Und während Italien immer einige Wochen vor uns ist in der Entwicklung, sind Länder im Osten Europas hinter uns. Und jeder muss hier natürlich Maßnahmen setzen. Es ist auch gut und richtig, dass die Mitgliedstaaten abhängig von der Betroffenheit die entsprechenden Maßnahmen setzen können. Aber gerade natürlich die Frage der Pendlerinnen und Pendler, der Pflegekräfte, auch von Ihnen angesprochen aus Rumänien, ist eine, wo wir schon auch immer tagaktuell schauen müssen, welche Maßnahmen setzen die Regierungen. Es gab zwei Aktionen, hier rumänische Pflegerinnen nach Österreich zu holen, auch unterstützt von der Wirtschaftskammer in Niederösterreich. Es ist auch weiterhin noch so etwas geplant, aber hier kommt es immer darauf an, wie sich in den Ländern auch die Zahlen, die Infektionen entwickeln. Und ich bin hier wirklich tagtäglich im Kontakt, um
auch hier aktuell abgestimmt auf die Situation Lösungen finden zu können. Ja, aktuell gibt es auch eine andere Diskussion, nämlich über die sogenannten Euro-Bonds oder aktuell jetzt Corona-Bonds genannt, sozusagen anlassbezogen. Es geht darum, dass Europa in Summe Schulden aufnimmt bei besonders jetzt gefährdeten Staaten, vor allem südeuropäische Staaten sind das dann zumeist Italien, Spanien, auch Griechenland wird da immer wieder genannt. Aber es gibt eine solidarische Haftung ganz Europas, der gesamten EU. Das heißt, alle Länder, auch die mitteleuropäischen, haften faktisch für die Schulden von Südeuropa. Österreich lehnt so etwas immer ab, auch Deutschland. Manche sagen aber auch, diese ablehnende Haltung ist erst recht wieder unsolidarisch. Was ist da dran? Also was wir brauchen, ist eine Soforthilfe und auch einen gemeinsamen Kraftakt, um dann auch wieder die Wirtschaft in ganz Europa nach oben zu bringen. Was wir aber sicher nicht wollen, ist eine Vergemeinschaftung der Schulden und schon gar nicht eine Übernahme von alten Schulden von Mitgliedstaaten, die das in der Vergangenheit teilweise auch aufgrund verfehlter Finanzpolitik selbst verursacht haben. Wir wollen hier solidarisch sein, aber die Art der Maßnahmen, die hier gesetzt werden, die müssen erst ausführlich diskutiert werden. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, es würde den Verträgen der Europäischen Union widersprechen, wenn wir jetzt gemeinschaftlich uns verschulden. Das ist gar nicht möglich. Es gibt die sogenannte No-Bail-Out-Clause, da ist das auch verankert. Und deshalb muss man hier ganz genau hinschauen, welche Maßnahmen und vor allem welche Mechanismen man heranzieht. Es gibt den Stabilitätsmechanismus, der ist geschaffen worden im Zeitpunkt der Finanzkrise. Der hat auch viele Milliarden Euro drinnen, dreistelliger Betrag nämlich, und den sollte man einsetzen. Und im Übrigen geht es auch dann darum, einen mehrjährigen Finanzrahmen zu beschließen. Hier hat die Kommission auch signalisiert, dass man hier natürlich etwas ausrichten muss auf die Krise auch. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, aber der wiederum ist kein Mechanismus für die Krise, sondern da geht es um die langfristige Planung für 7 Jahre. Das heißt, Solidarität, ja, für die, die am ärgsten getroffen sind, aber keine Vergemeinschaftung der Schulden. Es gibt ganz viele andere Mechanismen, die wir jetzt auch nutzen müssen. Ja, sobald die Krise halbwegs überwunden ist, das wird noch etwas dauern, aber ich sage einmal im Sommer, wenn wir dann zurückblicken auf die Zeit jetzt, März, April 2020, da wird sehr viel über die Rolle der EU diskutiert werden. Wie hat sie sich verhalten? Was wurde da weitergebracht? Was meinen Sie, rückblickend betrachtet? Wie wird man die Rolle der EU im Nachspann sehen? Ich kann Ihnen sagen, ich habe erst heute wieder eine Videokonferenz mit einigen Europaministern gehabt, wo es auch um die Frage ging, wie geht es denn weiter, wenn wir diese gesundheitliche Krise überwunden haben. Ich darf auch einfügen, wann das der Fall sein wird, hängt wirklich davon ab, wie die Menschen auch hier mitmachen, wie sie sich an diese Maßnahmen halten. Das ist ganz wesentlich, dass wir hier keine zweite Phase der Ansteckung erleben. Auch in Österreich, wo wir wirklich im Moment einen positiven Trend erleben, kommt es darauf an, dass auch alle weiterhin sich an diese Beschränkungen halten, die anderen nicht gefährden, vor allem Menschen, die ein höheres Risiko haben, hier nicht einer Ansteckungsgefahr aussetzen. Zum Thema Europa bin ich immer ein Freund der offenen Worte. Wir müssen hier darüber diskutieren, wie kommen wir auch aus dieser Krise gemeinsam wieder raus. Es wird die Europäische Kommission auch erwarteterweise morgen etwas vorlegen, dass wie ein Exit-Plan sozusagen ausschaut, dass man auch keine Fallbacks hat, dass man sozusagen hier auch abgestimmt, koordiniert vorgeht. Aber ich denke, es ist wesentlich, nach Überwinden der Krise auch darüber zu sprechen, was ist nicht so gut gelaufen, was sollte besser laufen und vor allem das, was wir auch immer sagen, was ich auch immer vertrete, wir brauchen einen ganz anderen Zugang in Europa, wir brauchen einen neuen Vertrag, wir sollten uns wirklich darüber Gedanken machen, was erwarten wir von der Europäischen Union. Was kann die Europäische Union jetzt schon leisten? Wo ist die Europäische Union vielleicht nicht so wesentlich? Wo kann man das besser in der Region lösen? Und wo müssen wir mehr zusammenarbeiten? Ich bin auch gespannt auf diese Diskussion. Ich rede das auch jetzt schon mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch, weil das wird wesentlich sein, dass wir dann auch in eine gute Zukunft gehen und in Zukunft besser gerüstet sind. Ja, ganz zum Schluss noch, Sie sind viel in telefonischem Kontakt, Sie haben es gerade erwähnt, Sie waren vorher auf der Tour de Capital unterwegs, Sie kennen die Kollegen der Europaminister anderer Staaten, quasi der gesamten EU. Wie ist denn die Stimmung untereinander? Sind es da jene, die aus Ländern kommen, die besonders betroffen sind? Zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien, da gibt es sehr, sehr viele Todesopfer. Sind die dann auch im persönlichen Gespräch betroffener, emotionaler, als die Kollegen aus anderen Ländern, wo wenig Corona-Todesfälle noch zu vermelden waren, in Skandinavien zum Beispiel?
Natürlich kommt es immer darauf an, wie die Mitgliedstaaten betroffen sind. Wenn man nach Italien blickt, und ich bin sehr oft im Kontakt mit meinem italienischen Kollegen, dann ist der natürlich sehr deprimiert über die große Ausbreitung, die vielen Todesfälle und die ganzen Dinge, die dazukommen und koordiniert werden müssen. Oder mit dem griechischen Kollegen, mit dem ich auch heute telefoniert habe, der ist natürlich auch interessiert daran, dass in anderen Fragen die Europäische Union dann Vorschläge macht. Denken Sie etwa an die Migrationskrise, die wir auch nur gemeinsam überwinden können. Und es gibt vor allem auch eines, ein großes Interesse daran, wie Österreich jetzt weiter vorgeht. Gerade heute wurde ich auch gefragt, mit großem Interesse, wie wir denn jetzt unseren stufenweisen Plan für die nächsten Wochen uns vorstellen, weil wir tatsächlich das erste Land in der Europäischen Union sind, das auch wieder schrittweise in der Planung zurückgeht von diesen strengen Maßnahmen. Und da ist das Interesse groß. Da haben wir auch tatsächlich eine Vorbildwirkung mittlerweile in Europa eingenommen, auch in dieser Corona-Krise. Und hier bin ich im Austausch bilateral, wie gesagt, in Videokonferenzen und auch im schriftlichen Wege. Denn noch einmal, ich bin davon überzeugt, wir können das schaffen, wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir uns koordinieren, wenn wir auch nicht riskieren, dass auch andere Länder dann in der Entwicklung zurückfallen und hier die Infektionsraten wieder ansteigen. Wenn Sie in die Zukunft blicken, kommt so etwas wie ein wirklich faktisches Ausreiseverbot? Oder sind das weiterhin nur Empfehlungen wie derzeit? Es gibt ja kein faktisches Verbot zu reisen, es gibt nur keine Möglichkeiten. Bleibt es bei dem oder wird es im Sommer möglicherweise tatsächlich zu einem Verbot kommen, wirklich ins Ausland zu reisen? Faktum ist, die Welt ist jetzt schon eine andere und ich denke, auch nach der Corona-Krise und nach der unmittelbaren Überwindung dieser gesundheitlichen Krise werden wir mit Dingen konfrontiert sein, die wir uns vor wenigen Wochen noch nicht vorstellen hätten können. Denn denken Sie daran, dass wir einander nicht mehr die Hand geben und dass es schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man sich auch auf der Straße ausweicht und entsprechend Abstand zueinander hält. Das hat natürlich eine große Auswirkung auch auf die Reisefreiheit, auch auf andere Freiheiten, die wir so selbstverständlich gelebt haben. Und das bringt uns zum Umdenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Sommer eine Reisetätigkeit, wie das sonst üblich war, sich etablieren lässt. Ich hätte selbst für Ostern einige Tage in Südfrankreich geplant. Selbstverständlich war mir vor einigen Wochen schon klar, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich würde jetzt auch nicht in ein anderes Land fahren, weil es jetzt schlicht und ergreifend darum geht, diese Infektionsraten nach unten zu bringen, dieses Virus einzudämmen. Und dann müssen wir natürlich abhängig von der Entwicklung schauen, wie kann das weitergehen. Im Moment gibt es so gut wie keine Flugverbindungen irgendwohin. Und auch mit dem Auto irgendwo hinzufahren, da kann ich im Moment nur davon abraten. Aber noch einmal, es wird abhängig sein davon, wie sich die Menschen auch in Zukunft daran halten, in Österreich, aber auch in anderen Mitgliedstaaten, damit wir natürlich möglichst rasch, wenn das dann möglich ist, auch zurückkommen können, um unsere Freiheiten zu leben. Wird noch ein bisschen dauern, macht keinen Sinn, wenn wir es bei uns eindämmen und uns dann aus anderen Staaten, auch außerhalb Europas, wieder importieren. Ja, Frau Bundesminister, es sind entscheidende Tage, diese konkrete Woche, die Karwoche jetzt. Wir werden erst sehen, ob es dann wirklich zu der Lockerung aller Maßnahmen kommt, wie es für den Dienstag nach Ostern angekündigt ist. Ja, weiterhin vielen Dank für Ihre Bemühungen und dass wir die Zeit hatten, mit Ihnen ein Interview führen zu dürfen und vor allem, bleiben Sie gesund. Danke, bleiben Sie auch gesund.